Herzlich willkommen zurück zu Top Rainer 2. Ja, und der Trick bei der ganzen Sache war, ihr seht, ich bin jetzt hier auf der anderen Seite. Genau. Hab eine Weile gebraucht dafür, aber der Trick dabei ist, den ersten macht man mit Anlauf und dann zweimal aus dem Stand springen. Und wenn man das reibungslos einmal hinbekommt, dann kommt er gleich hier an. So, ich werde aber mal die ausrüsten. Ich habe so eine Ahnung. Jetzt sind hier bloß noch Hunde, ne? So. Jetzt können wir auch wieder auf die normalen zurückgehen. So, was haben wir denn hier Schönes? Ich denke mal, der wird auch wieder kein Medipack haben. Für uns haben wir jetzt die Scheiben zerschossen gehabt. Aber da geht es, glaube ich, nicht. Wir müssen irgendwie nach oben, über die Kronleuchter. Ja, ich glaube, hier unten ist nur Wasser, ja. So. Wir können uns ja mal hier umschauen. Ich glaube, da oben mit dem Bild war auch irgendwas gewesen. Dann haben wir, da habe ich schon gesehen, da wo die Holzdinger sind, da ist ein Schalter. Dann glaube ich, ist da oben in der Ecke ein Schalter. So, was haben wir hier hinten? Gar nichts. Zaun. Ich glaube, von da sind wir gekommen. Von der Seite. Ja, klar. Okay. So. Dann müssen wir als erstes hier nicht so einmal drehen. Hier hoch. So, man könnte jetzt darüber springen und den Schalter schon machen, das weiß ich noch. Der öffnet, genau, der öffnet nämlich da so ein Deckel hinterm Kamin. Und, ach, wir machen es einfach. Und ich glaube, hier muss ich springen. Mit Anlauf. Komme ich da nicht rüber. So. Ja, genau, hinterm Kamin. Und da geht es aber weiter. Und wir müssen ja vorher noch da ganz nach oben. Hier kann man zerschießen. Ich will nur eben gucken, ob hier eventuell ein Medipack rumliegt. Nein, nichts nicht. Warum? Warum auch, ne? So, und da können wir so mal gucken schnell. Ja, und da geht's runter zum Kamin. Okay. So, schaffen wir das mit außen Sprung? Jawohl. So, jetzt heißt es einfach da hoch erstmal. Ja, man kann auch an die vorderste Kante gehen, dann einmal zurück. Oh, jetzt kommt Musik. Mich schon gefragt, wo die bleibt. So, hier gehen wir einfach an die vorderste Kante. Hoch. Habt ihr gerade Mäuse gehört? Da sind auch die Fenster. Da war noch eine. Wusste ich doch.
Ich frage mich gerade, warum da die Fenster kaputt sind. Aber da komme ich doch so schräg vielleicht. Aber nee, ich glaube, da muss ich nicht hin. Und hier? Aha. So, gucken wir erstmal. Ja, da unten müssten wir auch noch hin, aber ich glaube, den Schalter kann man auf dem Rückweg machen. So. Und mal ein bisschen hier lang hangeln. So. Jetzt nach oben. Nee, Moment. Aber da kommen wir doch gar nicht. Ah. Müssen wir etwa hier schräg springen? Ach, da hoch. Nee, da auf den Stein eigentlich. Ah, schafft die das überhaupt? Noch ein Stückchen rüber. Ein Schritt. Ich probiere es einfach mal. Aber vorher speichere ich hier noch mal eben schnell. So. Die haben das doch bestimmt so ausgerichtet, dass man hier eigentlich ein... Genau. Uiuiui. Ah. Komm, der hat für mich ein Medipack. Ich sehe es doch schon. Ich sehe es. Das werde ich jetzt aber noch nicht ausgeben. Und da hier eben einfach mal rüber. Ich glaube, das ist nur dazu da, um auf die andere Seite von dem Holz zu kommen. Denn ich sehe hier nichts. Hier unten. Hm. So, wir sind mal ein bisschen vorsichtiger jetzt mit dem Spielen. So, wenn ich jetzt da hoch, komme ich doch aber auch nicht zum... Oder hier ist ein... Ja, hier ist ein Schalter. Jetzt ist die Frage, ist das weit? Nee. Stand. So. Ich glaube nämlich, der Schalter öffnet das Bild. Oder verändert den Stand der... Hm. Die Frage ist jetzt, wie komme ich hier wieder heil runter? Hier irgendwie. Ja, und dann? Wir müssen doch noch das Bild... Warte mal, komme ich denn... Nee, von da komme ich nicht dahin. Aber vielleicht kann ich ja... Entschuldigt, dass ich jetzt die Sätze nicht zu Ende rede. So, hier erstmal wieder rüber. Vielleicht komme ich ja zu den anderen Schalter von hier aus. Gucken, wie weit das ist. Hm, ja, von hier vielleicht nicht, aber vielleicht... Von hier. So, Lara.
zeig, was du drauf hast. Vielleicht so schräg. Mal gucken. Ja, das könnte klappen. Einmal Anlauf. Da haben wir ein bisschen Schaden genommen, aber egal. So, Moment, bevor ich den Hebel mache. Aha, jetzt ist der höher. Ne, der hier ist höher. Warum? Ach so, damit man ans Bild rankommt. Okay, dann muss der hier sein für das Bild. Ja. Und da drin ist, glaube ich, ein Schlüssel. Jetzt ist die Frage, wie ich jetzt hier wieder wegkomme. Naja, vielleicht ganz einfach. Indem wir hier... Ach, Mist. Ja, ich werde mal doch das Kleine jetzt nehmen. Fühlt man sich einfach sicherer. Nein! Stand oder ich weiß nicht, wir könnten noch ruhig mal wieder Musik machen, aber das sieht mir wieder so aus, als ob man wie war denn das noch mal, ja, nicht festgehalten. Ich sollte auch mal speichern noch einmal. Immer wieder den gleichen Fehler. Hoch hier, Lara. So. Ich glaube, das könnte aus dem Stand auch was werden, oder? Ich speichere mal ab, weil jedes Mal verliert man Leben ein bisschen mehr. Entschuldigt, musste bloß gerade husten. Jetzt versuchen wir das mal aus dem Stand. Nee, aus dem Stand geht es leider nicht. Und ihr seht, ich habe gerade wieder ein bisschen Leben verloren. Laden wir doch einfach nochmal. So, also so, aha, so, ich denke mal hier über mir, dass da nichts ist. So, jetzt müssen wir nur die Kronleuchter wieder. Genau in diese Richtung jetzt. Ich frage mich, ob ich eigentlich so schräg vielleicht
darüber schon könnte, weil das sieht mir da oben ziemlich hoch aus. Moment. Wir gehen mal vor. Ein Stück. Nein, drehen. So. Gehen einmal zurück. Nein, definitiv nicht. Und jetzt muss ich neu laden. Tut mir leid, da müssen wir nochmal zum Schlüssel springen. Ich hätte danach nochmal speichern sollen. Oder muss man etwa nochmal ganz nach oben den Hebel... Ach so, oder man soll wieder ganz nach oben den Hebel wieder umlegen. Das könnte natürlich auch sein. So, hier einmal zurück. Das denke ich mal eher, dass wir da hoch und dann, dass wir wieder oben ankommen und den Hebel nochmal ziehen. Mal sehen, ob ich recht habe. Dass die Kronleuchter sich wieder anders, ne? Jetzt muss ich mal gucken. Ja, man kann hier richtig ran. Boah, ich dachte schon nicht, dass die jetzt runterfällt. So, dann gehen wir nochmal hier hoch. Hier. Wie gesagt, habe ich mir schon gedacht. Einmal so. Und dann kommen wir ganz la 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 la. Moment. Der ist jetzt wieder unten. Ja, jetzt sind sie genau wieder andersrum, genau. Aber das wäre zu weit unten. Hier gehen wir wieder vor. Drehen, dass wir zu den Hebel kommen. Nehmen wir zwar wieder ein bisschen Schaden, aber den müssen wir jetzt in Kauf nehmen. Genau. Ich glaube, jetzt schaffen wir mal wirklich ein Level in ein Part. Na, ah, hier an den Raum hatte ich noch sehr gute Erinnerungen. Das wird wohl daran liegen. So, den Hebel hatten wir ja schon betätigt, aber ich hätte schon gern ein paar mehr Dings gefunden. Medipacks. So, wir speichern mal hier sicherheitshalber noch. Nein, jetzt ist er wieder bei LAN. Oder muss ich hier raufgehen, damit er...
muss doch irgendwie zurückgehen. Komm, es geht nicht zurück. Ach. Ja, weil ich kein Englisch kann, ne? Woher soll ich das wissen? Ich dachte jetzt Continuum, dass das heißt, das ganze Level nochmal neu machen. So. Okay, jetzt geht's hier runter. Oh nein! Na, das war jetzt fehl. Okay, sie ist sowieso gestorben. Ja. Da muss ich rückwärts runterspringen. Genau. Da muss ich rückwärts runterspringen. Einfach so und jetzt fallen lassen. Da wollte sie gerade noch schreien, weil sie dachte, sie stirbt. Ich höre doch hier schon wieder was. Wieso legt hier einer einfach sowas hin? Ach, das sind Bücher. Ich glaube, wir kommen in einer als nächstes in einer Bibliothek. Hier ist nämlich ein, ach, da ist der. Aber vorher gehen wir noch mal tauchen hier. Ne, da war ja gar nichts, ne, beim Tauchen. Schmeißen wir mal hier eine Ecke, wo es so dunkel war. Ich kann ja mal noch mal kurz gucken. Aha, guck mal. Hier ist ein Hebel an der Wand. Wozu ist der denn? Um die Luke da aufzumachen. Das gucken wir uns aber im nächsten Part an. Ich gehe nochmal hier hoch schnell. Okay, dann sage ich mal an dieser Stelle tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Top Rider 2, und vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.